Dynamo TV wird präsentiert von Verticalis, der Spezialist für seilunterstützte Höhenarbeit, Industrieklettern und Höhenrettung. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz der SG Dynamo Dresden nach dem Heimspiel gegen den FC Ingolstadt. Die Partie endete 1:1 unentschieden. Auf dem Podium neben mir begrüße ich die beiden Cheftrainer, zu meiner Rechten Rüdiger Rehm vom FCI und zu meiner Linken SGD-Chefcoach Markus Anfang. Wie immer gehört dem Gast das erste Wort. Herr Rehm, ich bitte Sie um Ihr Fazit zum Spiel. Ja, ich glaube, wir haben eine richtig rassige Partie gesehen. Mit vielen Duellen drin, vielen Zweikämpfen, mit einem relativ schlechten Start für uns, weil wir im Endeffekt nach 2 Minuten mit der ersten Aktion natürlich in Rückstand geraten sind. Dann hat meine Mannschaft eine klasse Reaktion gezeigt. Wir haben uns nicht beeindrucken lassen von der Stimmung hier, vom Führungstreffer oder vom Nackenschlag, sondern haben im Endeffekt unser Spiel versucht durchzudrücken, am Plan festgehalten. Die Jungs haben versucht, alles umzusetzen, haben Druck aufgebaut, haben viele Ballgewinne erzielt, hatten viele Eckbälle und haben dann auch meiner Meinung nach verdient den Ausgleich gemacht, waren dran, dann vielleicht auch den Führungstreffer zu machen in der Halbzeit 1. Und trotzdem waren wir natürlich zur Halbzeitpause einverstanden, dass wir im Endeffekt den Rückstand aufgeholt haben. Die zweite Halbzeit war dann im Endeffekt sehr, sehr wild, sehr, sehr aktiv, sehr, sehr intensiv auch. Ja, und es gab dann sowohl die eine Chance für Kutsche auf der einen Seite und die Großchance kurz vor Schluss für uns von Lukicki frei vom Tor und dann Doppelchance, weil Kopacz dann auch nochmal abschließt und ich glaube Knipping war es, auf der Linie dann rettet. Ja, von daher war es eine rassige Partie, sicherlich ein Ergebnis, mit dem beide leben können, weil beide Mannschaften alles investiert haben. Nichtsdestotrotz glaube ich, aufgrund der ersten Halbzeit hätten wir natürlich gerne den Dreier mitgenommen, aber ich glaube, dass das Spiel einfach ein tolles Fußballspiel war, toll zum Angucken, viele Emotionen, sehr, sehr intensiv, auf einem extrem schwierigen Platz, sehr, sehr tief und natürlich auch schwer, da den einen oder anderen Spielzug drin zu haben, aber die Zweikämpfe waren da. Danke. Vielen Dank, Herr Rehm, für diese Einschätzung. Markus, wie hast du es gesehen? Ja, hallo zusammen erstmal. Wir sind, glaube ich, ganz gut in die Partie reingekommen, haben dann auch einen guten Angriff nach vorne vorgetragen, schließen den auch super ab, gehen 1-0 in Führung und haben das Spiel eigentlich auch unter Kontrolle. Es war klar, dass Ingolstadt mit vielen langen Bällen arbeitet, dass dann gerade der Ball viel, wenn er in der Luft ist, dann auch öfter mal Spielsituationen entstehen, die man nicht planen kann, die man schwer verteidigen kann. Und wir haben dann durch eine Standardsituation leider das Tor bekommen aus dem Spiel heraus, sonst ist eigentlich nicht viel passiert. Wir hätten dann vielleicht das eine oder andere schon nach vorne ein bisschen besser machen können, schon in der ersten Halbzeit. Fand aber, dass wir da trotz alledem noch ganz ordentlich gestanden haben. Haben in der Halbzeitpause dann nochmal drüber gesprochen, dass wir nochmal ein bisschen anders verteidigen, um einfach die langen Bälle schon früher zu verhindern oder schon früher spielen zu lassen in der gegnerischen Hälfte, damit sie nicht so weit Richtung unserem Tor kommen. Das haben wir, glaube ich, ganz gut gemacht. Zweite Halbzeit, fand ich, haben wir ein gutes Spiel gemacht. Waren wir auch die bessere Mannschaft, haben auch fußballerisch gute Szenen gehabt nach vorne hin, müssen dann über Kutsche das 2-1 machen. Und schade, dass wir es nicht gemacht haben. Hinten raus haben wir noch eine Chance zugelassen, hat Drille dann sich recht gut breit gemacht vorm Stürmer. Und ja, und der Nachschuss, da sind dann auch viele Beine drin zum Glück und dann können wir den auch verteidigen. Insgesamt ein sehr intensives Spiel, ein sehr hektisches Spiel mit vielen Fouls, mit vielen Zweikämpfen, die auch teilweise an der Grenze waren. Ich bin stolz auf meine Jungs, wie sie sich gewehrt haben, wie sie Fußball gespielt haben. Ich bin vor dem Spiel öfter darauf angesprochen worden, wie wir denn jetzt aufstellen, wen wir denn jetzt überhaupt noch zur Verfügung haben. Ich bin stolz auf die Jungs, wie die das gemacht haben, die auf dem Feld standen. Wenn ich einen Andi sehe, dass er sein erstes Spiel jetzt über volle Distanz gemacht hat, ein Paddy, der auch über die volle Distanz gespielt hat, dann bin ich schon, muss ich schon sagen, sehr beruhigt, was so die nächsten Wochen betrifft. Und hoffe halt, dass dann der ein oder andere Spieler wieder zurückkommt und wir auch mal aus dem Vollen schöpfen können. Dann wird es sicherlich nochmal wesentlich besser werden. Insgesamt sind wir zufrieden. Wir haben in den letzten 4 Spielen gepunktet, fleißig gepunktet. Und wir haben es auch mal geschafft, ein Spiel unentschieden zu spielen, auch wenn das nicht das Ziel war. Aber es ist auch ganz gut, dass wenn du ein Gegentor bekommst, dass du trotzdem in die Punkte reinkommst. Und das tut uns auch gut. Dankeschön. Vielen Dank auch dir, Markus. Jetzt ist es an der Zeit für Ihre und eure Fragen. Bitte per Handzeichen. Die erste Frage hat Jochen Leimert.
DNN. Herr Anfang, Sie haben zwei Ersatztorhüter auf der Bank gehabt. Wollten Sie den einen Platz nicht freilassen? Hatten Sie keinen Feldspieler mehr wahrscheinlich? Oder war das auch ein Zeichen an Niklas Heger oder jeweils Sven Müller, ihr hättet es beide verdient? Ja, es ist halt, du machst dir halt Gedanken und wir sind halt ein Team, wir sind eine Mannschaft und jeder, der im Kader ist, der hat dann auch die Berechtigung, dabei zu sein und wir leben auch vom Teamspirit. Und warum soll ich jetzt den Kaderplatz freilassen, wenn Niklas sich im Training, der tut alles dafür, die Jungs mit vorzubereiten, spielt teilweise im Feld mit und hängt sich da rein, dann mache ich den Kader voll. Und das war halt die letzte Position, die ich noch irgendwie im Kader frei hatte und die habe ich dann mit Niklas besetzt und ich finde, dass der Junge sich das auch verdient hat. Es ist halt leider beim dritten Torwart so, dass man ihn halt nicht immer im Kader mit dabei haben kann. Heute haben wir zwei Jugendliche noch auf der Bank gehabt und ihn, das zeigt eigentlich unsere Situation und ich freue mich halt, dass er vielleicht auch mal ein bisschen Prämie bekommt. Die nächste Frage hat Tim Schlegel, Bild Dresden. Trainer, da würde ich gleich nochmal eine technische Frage nachschicken. Er saß mit seinen Torwartklamotten auf der Bank. Hätte er denn, obwohl er nicht als Ersatztorwart gekennzeichnet war, überhaupt spielen können? Also nur zum Verständnis. Oder hätte der als Feldspieler dann sicherlich mit orangen Sachen ja nicht spielen können? Wie verhält sich das? Ja, also die Idee, da mit dem Torwarttrikot einzuwechseln als Feldspieler, die hatten wir nicht. Nein, also das wäre auch nicht gegangen. Nee, es war einfach auch für uns wichtig, dass er dabei ist, dass er vor dem Spiel dabei ist, dass er in der Halbzeitpause dabei ist, dass er einfach mit den Jungs mitfiebert. Was soll er auf der Tribüne sitzen, wenn wir die Möglichkeit haben, den Kaderplatz so zu besetzen? Ja, nochmal Jochen Leimert. Es gab ein großes Fragezeichen hinter Paul Will, hatte gestern das Training abgebrochen. Hat er Doc nochmal in die Trickkiste gegriffen oder hat Paul auf die Zähne gebissen? Wie war's? Er ist dann letztlich aufgelaufen und hat durchgehalten. Ja, sowohl als auch. Klar hat er sich da durchgebissen und ist nochmal von unseren Physios auch nochmal behandelt worden, sodass er auch auflaufen konnte. Man weiß natürlich nicht, wie lange sowas dann am Ende hält. Ich bin froh, dass er durchgehalten hat. Und ja, es ist halt mal Situationen, gibt es halt mal im Fußball, da musst du halt auch mal beißen. Wir haben jetzt eine Länderspielpause. Wir werden natürlich den Jungs dann ein bisschen Ruhe geben, dass sie sich ein bisschen regenerieren können und hoffen halt, dass halt von den 10, 11 Spielern, die wir jetzt leider nicht dabei hatten, der ein oder andere wiederkommt. Lukas Böhme, Kicker. Herr Anfang, vor allem in der ersten Halbzeit hatte Ingolstadt viele Standards. Ich glaube, es waren 6 oder 7 Eckbälle, die auch immer für eine gewisse Gefahr zumindest gesorgt haben, auch weil viele zweite Bälle dann an Ingolstadt gingen. Was hat aus Ihrer Sicht nicht so gut funktioniert, eben dass es immer wieder brenzlig wurde bei diesen Standards? Ja, es ist halt eine Mannschaft, die auch eine Größe in ihren Reihen hat und die musst du halt auch am Ende immer wieder verteidigen. Wir haben Standardsituationen in der Vergangenheit sehr, sehr gut verteidigt. Heute haben wir leider ein Tor dadurch bekommen, das kann immer mal passieren. Und wir hatten trotz alledem auch hinten raus nochmal eine Standardsituation, wo wir halt dann auch, wenn Kammer den besser trifft, dann geht er vielleicht auch aufs lange Eck rein. Also das kann man nicht pauschalisieren, dass man das generell immer ausschließen kann und die Eckbälle, die zustande gekommen sind, sind meistens immer aus langen Bällen, die dann ein Abpraller waren, wo man dann nochmal einen Fußsatz davor bekommt. Aber es sind jetzt keine klassischen Situationen heraus, wo du im organisierten Verteidigen bist, sondern es sind meistens immer erste, zweite Bälle gewesen. Tino Meyer, Sächsische Zeitung. Herr Anfang, Sie haben es angesprochen, jetzt ist Länderspielpause. Sind Sie aufgrund der verletzten Situation ganz froh, dass es die Liga mal eine Woche pausiert oder würden Sie aufgrund der spielerischen Steigerung auch heute eigentlich viel lieber in der Liga weiterspielen, weil es eben doch in Aufschwung zu sehen gewesen ist? Ja, es ist, wir müssen es ja eh so nehmen, wie es kommt und jetzt im Moment ist halt durch die vielen verletzten Spieler, es ist halt schon angenehm, dass wir die Zeit jetzt nutzen können, die Spieler wieder auf Level zu bringen. Wir haben allerdings am Samstag nochmal ein Pokalspiel drin. Das heißt also, wir können jetzt nicht permanent freigeben. Wir müssen halt auch schauen, dass wir uns vorbereiten auf das Pokalspiel. Aber jetzt kriegen die erstmal ein paar Tage Ruhe, die Jungs. Und die verletzten Spieler müssen halt gucken, dass sie dran arbeiten, dass sie wieder zurückkommen. Und dann hoffe ich, dass wir, wie gesagt, nach der Länderspielpause so einigermaßen aus dem Vollen schöpfen können. Sind noch Fragen offen? Ja, Tim Schlegel hat noch eine.
Trainer, Sie haben es immer wieder angesprochen, Fußball ist ein Ergebnissport. Die letzten drei Spiele, drei Siege, nicht so sonderlich offensiv, attraktiv. Heute war es ein richtig, vor allem gerade die zweite Halbzeit, ein richtig ansehnliches Fußballspiel. Und jetzt könnte ja wieder jemand sagen, ja, dann in Anführungszeichen nur einen Punkt. Schlagen da zwei Herzen in Ihrer Seele? Oder sagen Sie, eigentlich ist es auch mal wichtig, mal wieder Fußball gespielt zu haben und so einen Punkt mitzunehmen gegen Ingolstadt, ist ja auch ein Punkt. Ja, das habe ich auch den Jungs gesagt, dass wir... wenn wir mal ein Gegentor bekommen, dass wir dann trotzdem in die Punkte reinkommen, dass das positiv ist und dass gerade die zweite Halbzeit fußballerisch von uns doch sehr gut war. Also wir haben viele Sachen haben wir gezeigt, die wir im Training auch größtenteils immer wieder umgesetzt haben, aber in den Spielen davor ein bisschen haben vermissen lassen. Das war heute wesentlich besser. Wir sind vielleicht nicht so klar in die Torchancen dann reingekommen. Wir haben aber auch in der zweiten Halbzeit doch einige Standardsituationen rausgeholt, Freistöße, Eckbälle. Also da waren wir auch recht gefährlich. Und ich finde, dass der fußballerische Ansatz schon wesentlich besser war, dass wir da wesentlich mehr Aktionen hatten. Ja, klar, am liebsten hast du natürlich, dass du zu Null spielst, dass du gewinnst und dass du einen guten Fußball spielst. Wir kämpfen uns nach und nach daran und versuchen halt, dass wir in den nächsten Spielen das vielleicht zusammenbringen. Zu Null spielen, guten Fußball spielen und Chancen verwerten. Ich glaube, dann kann einiges auf uns warten in der Saison. Sind jetzt noch Fragen offen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann bedanke ich mich vielmals für euer und ihr Kommen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank an die beiden Trainer. Unseren Gästen eine gute und sichere Heimreise. Und in diesem Sinne, tschüss und macht's gut.